Geschichtsstunde. Eben. Ja, ja. Sehen wir mal, was wir hier haben. Ja, seht mal, was ihr da habt. Ich mache mal in der Zeit was Produktives. Da. Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult im Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollen Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Hallo Sirana, ganz nett, dass du dich in den Weg stellst. Oh ja, sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denk daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Gutes Argument. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Ja. Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Okay. Ja gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espen oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Viel Spaß. So. Wo geht's denn hier wieder raus? Da? Ja. Ab in die Kartspitze. Die Mario-Kartspitze. Hey. Kann ich so weit springen? Ich riskiere es mal nicht. So. Ja, das riskiere ich. So. Das übersteht auch ohne Probleme. So, und... Es irritiert sehr, dass man das jetzt nicht mehr durchgehend drücken muss. Vielleicht kann man das sogar nochmal irgendwo umstellen. Ist das unser Kumpeldrache? Ist da überhaupt immer noch unser Kumpeldrache? Steuerung. Nein, Einstellung vielleicht? Gameplay. Schade, nee. Kann man nicht einstellen. Okay, wohin müssen wir jetzt? Genau, zu den Graubärten. Er ist ein Feind in der Nähe. Woher seid ihr gekommen? Ich kann den Drachen auch gerne vernichten. Wenn es ein Frostdrache ist, kein Problem. Es ist ein Frostdrache. Hat er da Schattenmähne an? Wow. Warte mal. Da verwende ich mal meinen neuen Lieblingsbogen, den ich nochmal ein bisschen aufbessern müsste, aber... Ja,
traust dich nicht. Aber wenn du durch die Gegend fliegst, kannst du auch nicht angreifen. Ich absorbiere deine... was auch immer. Eigentlich alles. So. Kritische Schläge sind geiler als kritische Klingeltöne, ne? Oder kryptische Schläge. So. Da bist du ja, Freundchen. Was greift denn jetzt schon wieder an? So. Wow, epischer Kampf. Schattenmähne versus Frostdrachen. Das nicht mal wieder an dich. Ja, bist ein tolles Pferd. So, Objekte, Waffen. So, den lade ich mal wieder auf. Ach ja. Die Seele nehme ich mal eben auch auf. Man sieht ja wirklich auf der Karte. Angeblich. Ja, man sieht dieses leichte gelbliche Flackern vom Drachen auch auf der Karte. Das finde ich ganz cool. Frostdrache. Ha. Jetzt bist du tot, 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 tot. Sind das Dämmerwacht. Den hier, der verbraucht keine Seelensteine. Und ist auch erstmal stärker. So. Achso, schon tot. Gut. Na, du kleiner Feigling? Wie die Dämme wacht, so langsam echt nur noch albern ist. Dawnguard. So, dann mal nach Hochrodga. Zu den Grauwerten. Gandalf und Dumbledore. Oder wer auch immer das nochmal war. So. Ach, ist leer. So. Ein Blümchen. Für den Alchemisten. Hallo Hochrodga. So. Hey, Leute! Leute! Hey, hey, Leute, 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 schläfst du gerade? Nee, er schläft gerade nicht. Hey, hey, hey. Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblut. Da. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Mit jemandem? Genau, Alduinsmauer. Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Nein. Ich bin nicht ihre Marionette. So. Nein, nein, natürlich nicht. Vergebt mir, Drachenblut. Ich war euch gegenüber ungehalten. Aber hört meine Warnung. Die Klingen sagen zwar, dass sie jedem Drachenblut dienen, aber dem ist nicht so. Dem war noch nie so. Nein, ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Okay. Ja, hätte kenne er alle Worte der Macht, dann... Na egal. Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet.
Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Na gut, Ihr wart nicht bereit. Ihr seid immer noch nicht bereit. Aber dank der Klingen habt ihr jetzt Fragen, die nur Parthonax beantworten kann. Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt, wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Parthonax öffnen könnt. Yay! Bringt mir doch am besten gleich alle Schreie bei. Ich muss sowieso alles lernen. Schön, dass ich auch gleich alle versammeln, damit dass jeder weiß, was los ist. Ich meine, ich bin doch euer Freund. Was habt ihr davon, mir nicht gleich alles beizubringen? Ich meine, ihr wollt doch auch nicht, dass die Drachen die ganze Zeit dabei sind, hier alles zu vernichten, oder? Wo ist der jetzt hingegangen? Hä? Ach so, da rein. Gut, dann mal raus. In den Innenhof. Ja Mann, Mensch, beeilt euch doch mal. Arngeire. Werde ich eigentlich so genannt? Arngeire. Ja, hübscher Name schon, aber... Naja, okay. Ihr läuft sehr, sehr langsam, wisst ihr das? Moment mal, ich muss kurz niezen. Okay. Zum Glück habe ich mich noch rechtzeitig gemutet. Oh. Der Pfad zu Parthonax beginnt hinter diesem Tor. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Ja, dann mach doch. Frühling, wolkenloser Himmel. Schön. Ach, da muss ich auch noch hin. Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln. Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Nutzt es weise. Vielen Dank. Wolkenloser Himmel wird den Nebel entgehen, aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Parthonax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Jawohl, Meister. Warte mal, Magie, wo habe ich die Schreie? Da. Wolkenloser Himmel, da. Mach ich gleich mal zum Favoriten. Look, Akkord! Gut, damit komme ich also weiter. Parthonax. Oh, was ist das denn hier? Silbererz. Habe ich gerade... Nö, ich habe gerade sowieso keine Spitzhacke dabei. Hey, was hat denn gerade Schaden gemacht? Good.
es das, was mir Schaden gemacht hat? Dass der Sturm zurückgekommen ist? Ah, ein Eisgeist. Ja. Wo ist er hin? Da. Meine Nase ist laufend drin sein. Jetzt kehrt dieser Sturm wieder zurück. Muss ich gleich wieder schreien? So. Ach ja, ich regeneriere ja gerade gar nicht. Die Nase läuft. Das ist das entsprechende Lied, also das Kontrahentenlied, so die Horde rennt, die Nase läuft. Hm? Oh, hallo, Herr Eistroll. So. Wie können Sie denn hier oben überleben? Ein Zwergenschild? Interessant. So. So. Hallo, liebe Ziege. Wie kannst du denn hier oben überleben? Ich kann's nicht. Warum auch immer. Mir fällt gerade ein, ich müsste mal wieder ein paar Seelensteine füllen. Na egal. Eine Ziege ist dafür eigentlich gar nicht geeignet. Glaube ich. So. Oh, wie weit oben lebt der Typ denn? Stell's mir eigentlich nicht sehr sonderlich schön auf vor, da oben irgendwie zu leben. So, ich nehme an, gleich muss ich wieder schreien, weil hier wieder ein Wind ist, der... Hallo? Weil hier wieder der Wind ist, der irgendwie durch die Felsen durchgeht. Warum auch immer. So. Hals der Welt entdeckt. Das sieht mir doch wieder wie ein Ort aus, wo ich einen Schrei lernen kann. Guten Tag. Grem Yolok, seid gegrüßt, Wunduneg. Ich bin Parl Turnax. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Berg? Ach, du bist ein Drache. Oh. Ich bin, wie mein Vater Akatosh mich erschaffen hat, so wie auch ihr, Dovahkiin. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Ich brauche Hilfe, und zwar, genau. Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof. Jawohl. Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Sprechen Sie. Hört meinen Ton. Spürt ihn in euren Knochen. Tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie das auch immer. Die Welt ruft euch. Geht zu ihr. Das ist es also. Dank, Meister. Warte mal, falsche Seite da. Magie, Schreie. Wo hab ich's denn? Frostatem habe ich ja schon, ne? Mit dem Feuer eures Tun. Jo! Ah, ja. Ah, ich habe euch erwartet.
Roda. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen, nur für ein Tinwag mit einem alten Dovar. Nein. Nee, nee. Ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Richtig. Alduin, Komet Tid. Was sonst solltet ihr wollen? Alduin und Dovahkiin kehren zusammen zurück. Aber ich kenne den Tun, den ihr sucht, nicht. Crossis, ich kann ihn nicht kennen. Das ist schade. Eure Art, Jor, Sterbliche, als Waffe gegen die Dorf, die Drachen erschaffen. Unsere Hadrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Ja, ich brauche den Schrei aber, glaube ich, weil Alduin ein Problem darstellen könnte.